Der Frühling hat Einzug gefunden im Ländle und aus diesem Grund schwingen sich wieder unzählige Vorarlberger auf ihre Fahrräder. Voll Life wollte wissen, welche Highlights und Innovationen die Fahrradfans in diesem Jahr erwarten. Ja, die Fahrradfans auf dem Sportsektor erwartet heuer sehr viel. Die Highlights sind ganz sicherlich die neuen vollgefederten Räder, die speziell im Carbon-Bereich sehr großen Andrang finden, da der Fahrkomfort immer noch besser wird. Die Technologie so ausgeweitet ist, dass wir wirklich auf einem High-End-Produkt sind und mittlerweile auch schon im vollgefederten Sektor ab ca. 1800 bis 2000 Euro ich wirklich ein top vollgefedertes Fully in Carbon-Version bekomme. In den vergangenen Jahren hat sich ein starker Trend Richtung E-Bikes abgezeichnet, der auch in diesem Jahr nicht abzureißen scheint. Ja, der Trend ist der letzten Jahre, wenn man jetzt 2 Jahre zurückgeht, zum heurigen Jahr sicherlich um 20, teils bis 30% gestiegen. Die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Kommt natürlich auch darum, weil die Elektroräder, die Top-Marken immer noch besser werden. Die Akkus werden immer kleiner, die Reichweiten werden immer größer. Und mittlerweile, und das freut uns sehr, dass wir dieses Produkt bei uns im Haus haben, der Testsieger von 2011, der Diamant, Zooma Sport mit dem kleinsten Ladegerät auf dem Markt. Es ist ein Ladegerät, wo nur noch ein Netzteil ist, das so groß ist wie bei einem Laptop und für jeden natürlich ideal ist zum Mitnehmen, wenn er eine größere Tour machen möchte. Am technischen Sektor hat sich sehr viel getan, vor allem die Motoren, aber E-Rad ist nicht gleich E-Rad. Es gibt wirklich sehr große Unterschiede, was Motoren anbelangt. Die Mittelmotoren von Panasonic, Yamaha, denn die Heckmotoren von Bionix, wo ich auch, wenn ich Bergetappen mache, beim Runterfahren eine Motorbremse habe und mir die Bremswirkung, die ich dort erzeuge, mir die Batterie bis zu einem Drittel wieder auflädt und das ist sicher lukrativ für den Kunden, der sportlich unterwegs sein möchte.